So, hallo, wir machen weiter bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Letztes Mal sind wir in den Untergrund, haben schon einiges rausgefunden. Wer mich noch nicht kennt, Details zum Let's Play stehen in der Beschreibung. Es ist so gut wie blind und ihr seht alles, was ich sehe. Das heißt, es wird kaum geschnitten sein. So, wir sprechen mit Robelo. Was zum... Dieses seltsame wurzelförmige Ding strahlt ein überaus belebendes Licht aus. Ah, es fühlt sich so an, es fühlt sich so erfrischend an, als wären wir an der Oberfläche. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe fast den Eindruck, dass es meinem Körper wohltut. Oh, hey, aber nun zu dir. Wurde auch Zeit, dass du es hierher geschafft hast. Ich will dir etwas zeigen. Eine Figur auf zwei Beinen, die einen Arm hebt. Sieht das nicht so aus wie das Bild auf dem Fragment, das Joshua erwähnt hat? Jetzt hat das Fotomodul seinen großen Auftritt. Du weißt gar nicht, wie man das Fotomodul aktivieren kann? Das ist merkwürdig. Das Fotomodul ist eine der Hauptfunktionen des Purapets. Benutzerfreundlich und narrensicher. Zeig mal kurz her. Ach du meine Güte. Das ist gesperrt. Warte mal kurz. Den Knopf dann hier noch antippen. Ah, sehr schön. Fotomodul. Wunderbar. There we go. 92 Tiere. Ja, das machen wir doch glatt. Das machen wir doch, genau. Und jetzt fehlt eine Sache, fehlt hier noch. Eine Sache fehlt hier noch. So. Hey du, wie ist es gelaufen? Hast du die rätselhafte Statue mit deinem Fotomodul abgelichtet? Ja. Zeig schon her. Wunderschön. Du hast dein Motiv wahrlich mit Bravour eingefangen. Joshua wird Freudensprünge machen. Erst die Leuchtwurzel und dann die Statue, die Joshua gerade unter die Lupe nimmt. Eine steht fest, wenn wir uns nur fleißig an die Arbeit machen, warten hier spektakuläre Entdeckungen auf uns. Wie dem auch sei, ich werde mich zunächst auf den Rückweg machen. Dann mal bis später im Spähposten. Okay. Gut, damit haben wir das Fotomodul. Sehr interessant. Okay. Und das heißt, aber jetzt können wir uns hier unten theoretisch frei bewegen oder halt wieder an die Oberfläche gehen. Wenn ich wüsste, wie man an die Oberfläche kommt. Einfach teleportieren, oder wie? Kann ich mich jetzt einfach hier raus teleportieren? Also hier kann ich ja teleportieren. Ah, und hier auch, okay. Und hier wäre dann wahrscheinlich ein anderer Schrein. Ich verstehe. Wir gehen erstmal wieder zurück. Ich komme ja dann theoretisch jetzt auch jederzeit hier unten hin zum Teleport, ne? Es gibt ein Outfit, mit dem ich nicht ausrutsche. Das wäre cool. Endlich klettern im Regen, oder was? Das wäre sehr nice, wenn es das gibt. Nehme ich sofort. Nehme ich sofort. Na sowas, diese Silhouette kommt mir bekannt vor. Bist du nicht gerade dort durch die Luft geflogen? Wie schön, dich persönlich zu treffen. Der geschichtsträchtige erste Abschuss von einem Kartografieturm. Was? Sag, wie lautet dein Name? Na, Link, ja. Link. Sag mal, das ist doch derselbe Name wie der von diesem berühmten Helden. Haha, dann bemühe dich, ihm gerecht zu werden. Ach, tut mir leid, wo sind meine Manieren? Ich hätte mich vorstellen sollen. Ich bin Pan vom Kleeblatt-Kurier. Und ich werde einen prima Artikel über die Sache mit dem Kartografierturm verfassen. Gut, ich muss dann auch los. Bei uns herrscht Personalmangel und die Zeit vergeht immer wie im Flug. Ich fände es großartig, wenn ein mutiger junger Mann wie du unser Reporterteam verstärken würde. Oh.
Du findest unsere Redaktion in Hebra im Nordwesten. Komm einfach zur Brücke, die ins Dorf der Ohren führt. Ah, dann darf ich für die Fotos machen. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon, wie das gedacht ist. Ja. Schau doch mal vorbei, wenn du interessiert bist. Und jetzt Abflug. Tschüss. Alles klar. Dann haben wir das ja geklärt. Lasst euch von dem Blim nicht wundern. Das ist Teams. Das habe ich an, falls mich ein Schüler anschreibt, der jetzt noch Fragen zur Schulaufgabe hat. Okay, da geht es nur noch um die Regionen. Ach, Kakariko, ja. Kranzförmige Sonau-Ruinen. Okay. Dann würde ich fast sagen, gehen wir als erstes nach Kakariko. Ja, dann gehen wir als erstes Richtung Kakariko. Alles klar. So, ist sie jetzt hier unten? Wo ist sie denn? Ah, hier. Hey, da bist du ja wieder. Na los, zeig Joscha dein hübsches Foto der rätselhaften Statue. Das ist ja kein Zweifel. Es handelt sich um das Objekt, das auf dem Fragment abgebildet ist. Danke, Herr Ritter. Dieses Bild bestätigt meine Vermutung, dass auf dem Fragment tatsächlich eine Person dargestellt ist. Dies ist ein Durchbruch. Es bedeutet nämlich nichts anderes, als dass der Untergrund einst bewohnt war und noch weitere Erkenntnisse birgt. Ich muss sofort zurück an meine Forschungen. Ach, aber vorher? Ich wollte dir etwas überreichen als Lohn für deine Hilfe bei der Untersuchung. Dies wurde bei der Erforschung des Untergrunds gefunden. Angeblich wurde es von der Sonau-Zivilisation hinterlassen. Ah, Sonanium, alles klar. Darin pulsiert irgendeine seltsame Macht. Vielleicht ist es eine Energiequelle? Wer weiß, möglicherweise hilft es dir bei deiner Suche nach Prinzessin Zelda. Bitte sehr. Dank dir habe ich herausgefunden, dass dieses Fragment ein Schlüssel zu einem Geheimnis des Untergrunds ist. Jedenfalls werde ich gleich nachsehen, ob wir bei unseren Fundstücken noch weitere Fragmente haben. Onkel Robby? Herr Ritter? Tausend Dank, dass ihr mich auf der Suche... Blablabla gegangen seid. Eieiei. Ich und Lesen, ne? Ich und Lesen. Das ist schon... schon so eine Sache. So. Okay. Das heißt jetzt aber, das Letzte, was uns hier noch fehlt... Ja, vielleicht in Kakariko. Wir werden sehen. Dann begebe ich mich jetzt wirklich erstmal Richtung Kakariko. Wo ist Kakariko? Moment. Also das kriege ich wieder nicht eingezeichnet. Na, irgendwo da war es. Hier, irgendwo da. Irgendwo da. Ach, ich sollte doch mit dem Typen, mit einem reden, ne? Wer war das, mit dem ich reden soll? Er hier? Oh. Ja. Nee, danke. Ja. Aber Moment, dann klären wir mal, ob es Probleme gibt. Ah. Oh. Okay, aktuell keine Probleme. Ah. Gut. Jetzt ist der Brunnen offen. Ha, guck mal. Ich habe mir gerade gedacht, ich könnte mal hier vorbeigucken. Au. Habe ich nicht gesagt, ich falle hier nicht runter und bin tot? Gut, ich bin nicht tot, aber... das war jetzt auch nicht ganz so geplant. Okay. Ja, gut, wir machen hier ein bisschen kaputt jetzt, ne? Da wird jetzt gleich eine ganze Menge Stein kommen. Wasser. Okay, doch nicht.
gibt es hier nur Leuchtsamen. Ach, und eine Truhe, natürlich. Sehr schön. Jo. Königs-Zweihänder. Ja, puh. Ja, komm, wurscht. So. Gehen wir kurz pennen, dass wir dass wir Dings sind. Munter. Geheilt. Also munter auch, aber vor allem geheilt. So. Wo war nochmal mein Bett? Ach, guck mal, jetzt ist er hier auch nicht mehr. Ja, ist ja wurscht, wo ich schlaf. Guten Morgen. So. Okay, gehen wir wieder raus. Ja. Es regnet übrigens in den Schutzraum rein. Ich wollte es nur gesagt haben. Hi. Übrigens sollte man den vielleicht auch wieder zumachen, den Schutzraum. Ich meine, der war zu, bevor ich gekommen bin. Wenn jetzt die ganze Zeit offen ist, ist es nicht mehr so ein richtig krasser Schutzraum, ne? Ich sag's nur so. Es ist, könnt ihr machen, wie ihr wollt, Leute. Aber ist jetzt halt nicht so der krasse Schutzraum. Ach, ich dachte, ich komme hier hoch. Hier ist nichts. Schade. Na gut. Ah. Denk, welch Ehre, mit dir zu sprechen. Du hast mir auch nichts Spannendes zu erzählen. Hast du mir was Spannendes zu erzählen? Oh. Link. Oh. Oh. Nein, ich will nach Kakariko. Aber in der Richtung müsste doch Kakariko sein, oder bin ich jetzt doof? Ach, ich bin... Ach, lol. Ich bin auf der völlig falschen Seite. Dann müsste... Toll. Dann müsste der auf der anderen Seite mir was erzählen können von Kakariko. Du musst mir von Kakariko erzählen können. Hm? Wer hätte gedacht, dass ich den Link ansprechen würde? Habt ihr etwa meine tolle neue Waffe bemerkt? Oh. Seht mal, für den Fall, dass die Monster hier auftauchen, habe ich mir so eine Art Waffe gebaut. Ja. Weißt du,
Die können das auch ohne Synthese. Ich muss dafür erst einen Arm verlieren, Synthese lernen und die können das einfach so. Okay, der hat mir nichts zu Kakariko. Mensch, wen hat sie denn gesagt, der mir was zu Kakariko erzählt? Jetzt gehe ich nochmal zu ihr, das gibt's doch nicht. Hey, sie hat sich untergestellt beim Regen. Mhm. Ja. Mhm. Marplan im Hauptquartier. Ach so, Hauptquartier. Das hier ist ja dann gar nicht das Hauptquartier. Aber irgendwie da in die Richtung muss es nach Kakariko gehen, also wir gehen jetzt einfach mal da links. So, was soll's? Ne? Was soll's? Wir gehen jetzt einfach mal da längs. Finden wir schon. Finden wir schon. Und wenn wir es nicht finden, haben wir uns ein bisschen umgeguckt. Aber was habt ihr mir zu erzählen? Okay. Egal. So, also Richtung sollte stimmen, ne? Nein, mein Gott. Ja, so eher. So eher? So eher, okay, perfekt. Das ist bestimmt der Kakariko-Turm. Da gehen wir lang. Wird schon werden. Wir haben es mal genug. Hier haben wir damals gegen diesen fetten Typen gekämpft, ne? Ja, das war hier. Das war hier irgendwo in der Ecke. Das sieht halt auch schon cool aus, was immer das ist. Aber ich will es erstmal relativ straight durchgehen. Oha. Durchgeguckt. Was ist das denn? Ist das jetzt die Richtung nach Kakariko oder nicht? So, schon so ein bisschen, oder? Also mehr so da vielleicht? Ah. Das ist so ein Material, an dem man sich einfach bedienen kann, aber ich habe keine Ahnung, was ich damit bauen wollen sollte. Oh. Ah, weiß ich jetzt nicht. Ob ich da jetzt hin will? Eher nicht.
versuchen mal, uns ein bisschen durchzusneaken. Ist das ein Gegner oder ein Gorone? Eine Goronin ist das. Willst du wirklich an den Viechern vorbeilaufen? Hallo? Bist du doof? Oh, doch ein Gorone. Sorry. Gibt es Goroninnen überhaupt? Ich glaube nicht. Hast du auch das Gefühl, dass es hier auf einmal weniger Erz gibt? Kataklysmus, Gerüchte, Höhlen. Ja, in den Höhlen ist richtig tatsächlich viel Zeug. Das ist korrekt. Okay, das war alles. Danke. Spannendes Gespräch auf jeden Fall. Ah, wir können natürlich auch schon mal anfangen, Tiere zu fotografieren. Denn die muss man ja alle eh irgendwann wieder fotografiert haben. Was mich zu einer Frage bringt. So, zählt das alles wieder als einzelne Waffe? Oder ist es dann eher... Okay, Fackel. Okay, also jetzt, okay. Es zählt nicht als so, du musst Flugstock fotografiert haben, du musst das fotografiert haben. Okay, okay, dann bin ich beruhigt. Dann bin ich sehr beruhigt. Weil das wäre ganz schön stressig gewesen, wenn ich doch alles hätte kombinieren müssen und davon dann auch noch Fotos machen. Haben wir alles? Ich glaube, wir haben alles. Gut. So. Also je mehr wir jetzt schon fotografieren, umso weniger müssen wir dann fotografieren. Kann man Materialien auch fotografieren? Nein, okay. Puh. Glück gehabt. Aber Gegner kann man fotografieren. Okay. Weiter Richtung vielleicht Kakariko. Und mit vielleicht meine ich vielleicht. Das ist ein Krog. Oder auch nicht. Nein, es ist ein Busch mit Früchten. Ist auch okay. Warte. Haben wir hier auf der Höhe nicht in etwas sogar angefangen? Kann das sein? Ist hier nicht über uns in etwa die große Himmelsinsel? Naja, scheinbar nicht. Bin ich noch richtig? Falsche Taste. Ja, doch, die Richtung ist okay. Doch, hier bin ich doch runtergestürzt. Oder? Ist das doch da oben? Ist es das, oder? Ja, ja, doch, ich glaube schon. Ich glaube, hier bin ich irgendwo runtergestürzt in das Wasser.
Oh, das ist aber ein Krog. Aber so deutlich. Nice. Yo! Diese Drecksviecher. Ach, siehst du, ich hab ja. Gerade wollte ich sagen, ich muss ja fotografieren, aber jetzt habe ich wieder. Gewisse Dinge verpeilt, aber das ist okay. Da drüben ist irgendwas. Aber es ist nur. Ah, das ist so ein Stall. Den habe ich schon. Wollte so einen Vogel fotografieren, aber jetzt ist er wieder weg. Ist hier was zum Fotografieren? Nee. Okay. Das sieht auch wild aus. Das sieht auch sehr wild aus. Da ist auf jeden Fall ein neuer Turm. Das sieht auch sehr interessant aus. Wo ist jetzt Kakariko? Ah, schwierig. Wir können ja erstmal zu dem Turm hier gehen. Das ist der nächste auf jeden Fall. Und gucken, ob wir dann Kakariko eingezeichnet bekommen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Spannendes. Dann segeln wir mal auf die andere Seite. Sehr schön. So. Ist das ein Gegner? Kakuda klingt nach einem Gegner auf jeden Fall. Ja, der hat auch so ein Bombenfass in der Luft, na, weißt du schon. Da sind immer so ganz wilde Schatten und dann ist da einfach nichts. Das ist auch irgendwie krass. Aber wir nähern uns diesem Schrein hier. Dann können wir den auch mal machen noch. Vielleicht machen wir dann zumindest den Schrein noch in dem Part. Wäre ja auch was. Warum hängt da eine Nuss an der Kette? Hack. Hack.
kann die nicht nehmen. Hä, was ist das denn? Was ist jetzt los? Haben wir schon wieder Blutmond? Ja, okay. Das passt gerade nicht so ganz zusammen. Ich dachte so Blutmund, aber nee. Was war das denn? Und es war, glaube ich, sehr gut, dass ich gerade eine Höhe hatte. Finsterklumpen. Ein Splitter aus violetter Finsternis, der sich bei Berührung kalt anfühlt. Als Kochzutat verleiht er Resistenz gegen Miasma. Also dieses Ding war ein Krog. Aber gleichzeitig sind hier ganz wilde Dinge passiert. Was war das? Was zur Hölle ist hier passiert? Okay. Hallo? Na, dann kletter ich halt hoch. Ich durfte nicht, ihr habt's gesehen. Ich wollte Deckensprung, ich durfte nicht. Zu hoch das Ding. Aber was war das denn gerade, Wildes? Eieiei. Oh, Ausdauer. Ah, kritisch. Das reicht nicht. Habe ich Ausdauer erst? Yes. Okay, das ist nicht viel. Das ist auch nicht viel. Das füllt viel auf. Da muss ich wohl das nehmen. Wieso füllt denn diese Medizin so wenig auf? Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, komm, scheiß drauf. Hauptsache, wir sind oben. So, muss ich ja auch nur einmal machen. Okay, gucken wir rein. Zweiter Schrein in Hyrule. Bluffbaum. Weg ist es. Federleicht, okay. Nix. Okay, ich muss hier weiter hoch. Muss ich da drauf landen? Was kann dieses Ding? Oder muss ich das irgendwie einschalten?
Okay. I see. War jetzt noch irgendwas anderes da unten? Nee, ne? Okay. Da geht's rüber. Oh, muss ich? Muss ich sowas hier tun? Jo. Ja, gut, hat gut funktioniert. Okay. So, du musst mitkommen. Aber das muss irgendwie mehr so... Ja, mehr so. Verbinden. Aber dann klebt es ja fest, oder? Ja. Dann klebt es richtig fest. Also das war nicht so gedacht. Oh! Ja, so klappt das natürlich eher. Ja, so klappt es dann schon. So, komm her. Und einmal drauflegen. Na, na, komm her. Ach so. Ich kann es ja auch so drauflegen. Ja, easy getroffen. Easy getroffen. Und hinterher link. Hui. Ja, okay. Hui. Wie sie sich einfach nicht entscheiden kann, die Kugel, ne? Sehr schön. Zack. Okay. Da sind jetzt 3 Millionen Stück aneinander verbunden. Dann können wir dann den dritten ja auch noch draufsetzen. Zack. Die Frage ist jetzt halt nur, ist hier keine Truhe oder bin ich doof? Da hoch war jedenfalls nichts. Ah, warte mal. Oh, das bleibt sogar offen.
Aber das tut nix. Na gut. So, was passiert jetzt hier? Nicht hoch genug. Ärgerlich. Moment, die fahren jetzt ja alle eins. Nee, das soll ja gar nicht. Jetzt ist der wieder hochgefahren. Ah, da oben ist eine Truhe. Da oben ist eine Truhe. Hä, aber wo ist denn dann mein Ziel? Hä, ach so, auch. Hä? Okay. Aber so wie ich das gebaut habe, ist das scheinbar noch nicht so gut. Oh, warte. Warte. Was ist denn? Was mich bei dem Drehen echt nervt, ist, dass ich es nie... Ich will es jetzt so... So andersrum drehen, aber das kann ich nicht. Ich kann nur so und so. Ah, okay. Doch kann ich. Okay, doch kann ich. Theoretisch. Also ich dachte jetzt halt als erstes, vielleicht kann ich irgendwie so schießen. So dingsen. Dass der ein, also dass das Gerät hochgeschossen wird. Man hört doch mal auf, alles auszulösen. So, vielleicht kann ich das irgendwie so schießen, dass das hochgeschossen wird, aber eben, also mit mir hochgeschossen wird, weißt du, wie ich meine? Dreh dich doch mal wieder richtig rum. Nee, in die... Oh, Alter. Ja, so. So, zack. So. Jetzt setzen wir einen da drauf. So. Wenn ich jetzt hier drauf haue, dann löse ich ja nur den aus, oder? Ja. Bin ich dumm? Ich will eigentlich jetzt nur den unteren auslösen. Hilft mir die Zeit hier vielleicht? Jetzt denke ich gerade in eine ganz komplizierte Richtung, aber vielleicht ist es ja die Lösung, dass mir dieses Zeitding hier hilft. Oh ja, ja, ja,
Das Zeitding hilft mir. Oh mein Gott, ich muss hier, glaube ich, ich muss das mit dem Zeitteil machen. Warte, pass auf, pass auf. Jetzt schicken wir den das nochmal runter. Nicht so. Ah, das mache ich mit dem Pfeil und Bogen. Das ist mir zu blöd. Ich habe ja genug Pfeile. So. Jetzt schicke ich den hier hoch. Und jetzt, wenn der wiederkommt... Ja, aber das ist der Gedanke. Verstehst du? Das ist der Gedanke. Gut ist, dass ich meine Pfeile wieder kriege. Da kann ich das so auch schon auslösen. Dass ich jetzt nur den unteren treffe, wird nicht funktionieren, ne? Nee. Ich glaube, ich denke zu kompliziert. Warte mal. Ah, so fällt er runter. Das habe ich mir gedacht. Aber vielleicht kann ich es trotzdem so austricksen. Wenn er so ein bisschen drauf ist und nicht ganz, aber so, dass er nicht runterfällt. Kippt er so auch wieder? Ja, ein bisschen schief ist er. Aber vielleicht reicht's ja. Das reicht halt nicht. Ah. Oh, mal eine ganz andere dumme Idee. Was ist denn? Was ist denn, wenn ich Folgendes mache? Warte mal. Also die Idee wird immer bekloppter. Aber es macht nichts. Also langsam lerne ich, wie man die drehen kann. So, jetzt pass auf. Jetzt könnte ich doch Folgendes tun. Das war die... Das war nicht die Taste, die ich drücken wollte. Aber was ist jetzt hier passiert? Nein, ich wollte da drauf bleiben. Mann. Es ist albern. Ich mache hier totalen Quatsch, aber ich verstehe es noch nicht. An welche Fähigkeit denke ich gerade nicht? Nee, von denen kann es keine sein. Vor allem der Schrein ist ja noch, also das Ziel ist ja noch weiter oben.
als die Dings. Ich dachte halt, vielleicht ist es so eine Kettenreaktion, sodass die sich Stück für Stück selber da hochschießen müssen, aber ich kann ja den unteren nicht auslösen vernünftig. Das ist mein Problem. Das ist mein Problem. Aber es muss irgendwie, vielleicht hat es, es muss was mit der Zeitumkehrung zu tun haben, oder? Warte mal. Das war nicht, was ich wollte. Das Problem ist halt auch, wenn ich den jetzt wieder Zeit umkehre, so dann... Ich kann ja nicht draufbleiben. So. Ich kann an dem Ding ja nicht draufbleiben. Das ist mein Problem. Aber so hat es ja nicht funktioniert. Das hatten wir ja schon mal. Also die Variante hatten wir ja schon. Ich check den Schrei nicht. Das alleine reicht nicht, um mich hochzuschießen. Na, also das reicht nicht. Ich brauche jetzt noch das Teil... I am confused. Ich bin wirklich sehr confused. Ich komme da nicht hoch. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Oh je. Aber so bringt's ja auch nichts. Also, hä? Das nützt mir ja nichts, wenn ich jetzt hier... Also... Wenn der halt gerade hochschießen würde, ne, dann könnte es ja funktionieren. Aber der schießt halt nicht gerade hoch. Wo ist jetzt mein... So, wenn er gerade hochschießen würde... Oh, das sah doch... Das sah doch gar nicht so verkehrt aus. Okay, warte. Nein! Wieso konnte ich den jetzt nicht hauen? Wieso konnte ich den jetzt nicht hauen unterwegs? Ich dachte, ich kann den dann vielleicht hauen, so. Wenn ich da oben bin. Weißt du wie?
Okay, das müssen wir jetzt nochmal probieren. Das sah doch gar nicht so schlecht aus. Da muss der zu sein, aber. So, erstmal Pfeile wiederholen. Okay, neuer Versuch. Ja, jetzt dreht er sich aber. Das ist schlecht. Weil wenn ich den jetzt zurück umkehre... dann sitzt mich ja nicht dahin, wo ich hin will. Also das ist schlecht. Lol. Alter, ich raff's nicht. Das muss irgendwas mit der Zeitumkehrung zu tun haben. Und wenn ich den unteren Zeit umkehre, in dem Moment, wo ich den hochschieße und dann auf den drauf gehe, kann das funktionieren? Mich würde hier echt interessieren, ob ihr auch an dem Schrein länger gesessen habt oder ich jetzt einfach wieder dumm bin. Das würde mich sehr interessieren. Hallo? Aber der dreht sich so doof. Boah, Leute, ich habe gerade keine Ahnung. Bevor der Part jetzt noch länger wird, breche ich hier erstmal ab und mache mir so Gedanken. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich tun soll. Und ich könnte jetzt hier noch eine Stunde wahrscheinlich rumprobieren. Ich glaube, ich komme noch so schnell nicht drauf. Ich muss mir mal so Gedanken machen und vielleicht erstmal rausgehen. Das ist gerade nicht, was ich will. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.